willkommen heute in der Outlet Unterberger in Kufstein. Ich darf euch heute den Jaguar I-Base vorstellen mit seinem Infotainment-System. Dann schauen wir doch mal raus zum Auto, würde ich sagen. Genau, als erstes darf ich euch mal die Home-Maske zeigen. So sieht das Fahrzeug immer aus, wenn man einsteigt und es anschaltet. Als erstes haben wir die Navigation, anschließend das Telefon auf Kurzzugriff und natürlich die Medien. Wenn man dann einmal nach links wischt, kommt man dann noch zum EV-Modus, wo man dann einfach ganz kurz sieht, wie viel Ladung das Fahrzeug gerade hat und die ungefähre Reichweite vom Fahrzeug. Dann würde ich sagen, wir starten gleich mal mit der Navigation. Wenn ich dort einmal drauf tippe, komme ich auf die Navigationsmaske. Als erstes habe ich dann einen Kurzzugriff auf meine gespeicherten Standorte, wo ich mich gerne hin navigieren lassen wollen würde. Natürlich auch Restaurants in der Umgebung und noch die Ladestationen, damit ich natürlich super schnell mir eine Ladestation aussuchen kann in meiner Umgebung. Wenn ich da jetzt einmal drauf tippe auf die Ladestation, zeigt es mir dann natürlich an, wo in der Nähe die nächste Ladestation sind, wie weit sie weg ist und wie viele Anschlüsse gerade da sind. Dann natürlich auch, wie viele verfügbar sind und wie viel ich dort aktuell zahle. Genau, wenn ich dann einmal hier oben auf die Lupe tippe, komme ich dann in das ganz normale Navigationsfeld, wo ich einfach meine Adresse bzw. den Ortsnamen eingeben kann und mich dann dorthin navigieren lassen. Wenn ich einmal da wieder rausgehe, bin ich dann wieder auf der Karte und kann natürlich in meiner Umgebung schauen oder auch auf die Restaurants gucken. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne das Essen gehen, weiß aber noch nicht genau wohin, dann kann ich schauen, welche Läden gerade in der Umgebung geöffnet haben, weil es mir das auch ganz schön anzeigt, wer jetzt im Moment gerade offen hat. Wenn ich hier einmal wieder rausgehe und auf das Haus tippe, komme ich wieder auf die Home-Maske, wo ich dann auch noch den Kurzzugriff habe auf meine Heimatadresse und die Suchleiste, aber natürlich auch auf die letztverwendeten Ziele. Dann im Telefon habe ich einmal hier den Kurzzugriff, wo ich zwischen meinen verschiedenen Geräten, wo ich verbinden kann, einmal wechseln kann. Wenn ich da wieder rausgehe, habe ich dann auch noch meine Favoriten, wo ich in meinem Telefon eingespeichert habe, welche ich anrufen möchte und natürlich auch die zuletzt verwendeten Anrufe. Einmal bei Medien habe ich den Kurzzugriff, wo ich wechseln kann zwischen Handy, AM-Radio, FM-Radio und DAB-Radio. Ist auch ganz praktisch, aber natürlich kann ich auch hierüber noch ein weiteres Gerät verbinden per Bluetooth. Wenn ich einmal aufs Radio drauf tippe, komme ich ganz normal auf meine Senderliste, wo ich natürlich auch ganz easy mit dem Stern meine Favoriten markieren kann, dass ich natürlich dann meine Liste habe, wo ich einfach ganz schnell auf meinen Lieblingsradiosender komme. Wenn ich hier wieder rausgehe und einmal nach drüben wische, komme ich auf den EV-Modus. Wenn ich dort einmal drauf tippe, zeigt sie mir es natürlich an, auch nochmal ganz klassisch, wie viel Prozent Akku gerade mein Fahrzeug hat, wie viel Reichweite ich habe und anhand von meinem Fahrverhalten errechnet mir das Fahrzeug auch, wie viel Reichweite ich voraussichtlich habe. Und wenn ich dann auch schon im EV-Modus drin bin, was ich persönlich im Winter super cool finde, ist, wenn ich einmal auf die Fahrzeugvortemperierung gehe, kann ich mir einstellen, wann mein Fahrzeug sich schon mal vortemperieren soll. Einfach, dass ich im Winter nicht in ein kaltes Auto einsteigen muss, was wirklich sehr, sehr praktisch ist. Aber natürlich auch im Sommer kann ich es nutzen, um dann mein Fahrzeug schon mal runterkühlen zu lassen, wenn ich jetzt weiß, er steht den ganzen Tag in der Sonne, ich will abends noch wohin fahren oder am Nachmittag, dass ich einfach nicht in so ein extrem heißes Fahrzeug einsteigen muss. Wenn ich dann hier einmal auf heute draufklicke, könnte ich dann natürlich sagen, um wie viel Uhr einmal mein Fahrzeug sich vortemperieren soll. Das kann ich dann anschließend auch bearbeiten bzw. auch speichern, dass er das dann macht jeden Tag bzw. dass es dann auch schon gespeichert ist fürs nächste Mal. Wenn ich hier einmal wieder rausgehe aufs Haus, bin ich wieder auf der
Home-Maske, auf der Kurzzugriffsmaske, wo ich einfach nochmal alles sehe und wieder auf meine anderen Sachen zugreifen kann. Wenn ich dann einmal hier auf die vier Kassel gehe, habe ich nochmal eine große Ansicht, wo ich einfach Navigation, meine verschiedenen Konten, weil ich natürlich auch das Fahrzeug auf mehrere Fahrer einrichten kann. Wenn ich nämlich hier einmal draufklicke, kann ich mir ein Profil anlegen. Sprich, ich kann mir jetzt selber ein Profil schaffen und sagen, okay, mein Fahrzeug soll dann und dann die Temperatur haben, soll die Sitzeinstellung haben, soll die Ziele drin haben, aber natürlich auch die Radiosender kann ich darüber einstellen und natürlich dann meine Frau, mein Mann, mein Freund kann dann natürlich sich auch noch ein Profil erstellen, um dann eben auch seine Einstellungen direkt drin zu haben. Wenn ich hier einmal wieder rausgehe, bin ich wieder auf der Startseite und wenn ich nochmal drauf gehe, bin ich wieder zurück. Dann kann ich natürlich einmal Apple CarPlay verwenden. Hier sehe ich natürlich Zugriff auf mein Handy, kann dann Spotify verwenden, aber auch Google Maps, um mich einfach auch darüber navigieren zu lassen, was dann praktisch ist, wenn ich schon zu Hause einfach meine Ziele voreinstellen möchte und einsteigen möchte und direkt losnavigiert haben möchte mein Auto. Das ist natürlich super praktisch. Kann ich allerdings auch von Jaguar selber machen über die InControl-App. Dort konnte ich natürlich auch die Ziele schon voreinstellen. Genau, wenn ich dann einmal hier wieder rausgehe und ins Home-Menü und dann nochmal auf die vier Kastel, kann ich dann natürlich auch meine Sprachsteuerung bedienen. Ich habe da dann schon mal voreingestellte Befehle, was ich dem Auto sagen kann, damit das das dann ausführt. Kann aber natürlich auch bei Sprachtext selber mir Befehle geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel aufs Telefon drauf gehe, kann ich mir was hinzufügen, damit einfach, wenn ich sage, boah, das Auto versteht mich immer nicht richtig, was ich will, oder ich sage immer was anderes, kann ich dann natürlich selber was eingeben, was mein Leben dann natürlich auch sehr vereinfacht. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Dann kann ich natürlich auch hier nochmal meine Vortemperierung steuern, aber auch zum Beispiel Navigation, Telefon, Medien. Wenn ich jetzt hier einmal runtergehe, was ich auch wirklich sehr, sehr cool finde und persönlich auch nutze, ist die Alexa. Weil über die Alexa kann ich dann zum Beispiel sagen, oh, verdammt, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich mein Licht zu Hause ausgemacht oder habe ich vergessen, die Heizung hochzudrehen, weil es heute doch kalt werden soll. Dann kann ich über die Alexa im Auto meine Alexa zu Hause steuern und ihr sagen, mach's Licht aus, dreh die Heizung hoch, kann aber natürlich auch meinen Einkaufszettel, den ich über Alexa schreibe, erweitern und sagen, Alexa, setz mir das und das auf meine Einkaufsliste. Ich habe aber auch ein Wetter mit im Auto. Wenn ich einmal hier drauf gehe, zeigt es mir an, wie viel Grad es gerade hat, die Regenwahrscheinlichkeiten, halt alles, was man jetzt so von einem Wetter erwartet, von der Wetter-App. Genau, und wenn ich dann wieder einmal hier rausgehe, bin ich wieder auf der Home-Maske. Was ich persönlich jetzt auch noch mega cool finde, gerade für Stadtfahrten, wenn ich mal einparken muss und es doch etwas enger ist, kann ich einmal hier auf die Kamera gehen. Dort habe ich dann einmal die 360-Grad-Kamera aktiviert, wo ich einmal von oben aufs Auto drauf schauen kann in der Vogelperspektive, sehe mein Fahrzeug aber auch noch gleichzeitig schräg, so dass ich es einfach auch sehen kann, wie nah bin ich jetzt an dem Randstein, wie nah bin ich an dem anderen Fahrzeug. Dazu kann ich auch noch hier über diese kleinen Button auswählen, aus welcher Ansicht ich gerade mein Fahrzeug sehen möchte, damit ich natürlich meine super schönen Felgen nicht anfahre. Sehe ich natürlich auch, wie nah ich jetzt hier genau bin, weil ich näher an die Reifen hinzoomen kann. Ich kann allerdings auch meine seitliche Kamera aktivieren, beziehungsweise auch meine ganz normale Rückfahrkamera oder auch nach vorne schalten, was wirklich sehr, sehr cool ist. Und das nutze ich auch relativ oft, weil das wirklich sehr cool ist. Hier kann ich einmal meine Kamera noch reinigen lassen, wie man das jetzt gerade so schön sieht.
weil im Winter ist es doch mal durch das Salz auf der Straße so, dass ich einfach nicht wirklich was sehe. Und dann kann ich sie einfach mal schnell reinigen und muss nicht aussteigen und nervig mit meinem Finger über die Kamera drüber wischen oder mit einem Tuch. Sondern so habe ich es ganz praktisch, kann sitzen bleiben und meine Kamera wird kurz gereinigt. Dann schauen wir uns noch mal ganz kurz das untere Display hier an, was man dazu konfigurieren kann. Hier kann ich einmal die Klimaanlage, aber auch die Sitzheizung steuern. Ganz klassisch kann ich hier einmal auswählen, in welchen Zonen ich es bevorzuge, dass das Auto mir die Luft entgegenbläst. Habe aber auch ganz, ganz cool einen Luftreiniger, und zwar einen Ionenluftreiniger, wo einfach die Pollen und alles schon mal wegnimmt oder noch besser wegmacht, wie wenn ich eine normale Klimaanlage habe. Ganz normal habe ich hier dann auch die Scheibenheizung, weil ich in diesem Auto hier das Winterpaket mit drin habe. Wenn ich jetzt einmal auf die Sitzheizung gehe, kann ich einmal meine Sitzheizung und die vom Beifahrer anschalten, aber ich kann sie auch über diese schicken Drehknöpfe hier regeln, und zwar dreistufig. Wenn ich hier einmal die wieder ausmache und einmal drauf drücke, komme ich zu meiner Temperaturregelung. Bei mir ist es jetzt relativ kalt eingestellt, damit es nicht ganz so bläst, damit ihr mich auch noch gut versteht. Wenn ich das beim Beifahrer mache, passiert das Gleiche. Ich kann aber auch ganz normal die Sitzheizung noch hierüber regeln und hierüber. Wenn ich einmal wieder auf die Klimaanlage gehe, habe ich dann natürlich auch die Umluft mit drin nochmal ganz normal. Das ist einfach explizit nur auf einer Seite die Klimaanlage funktioniert. Und wenn wir einmal hier runter schauen, haben wir noch, ja, meine Gänge quasi, weil ich habe hier im Jaguar I-Base keinen Ganghebel mehr, sondern nur noch diese schicken Knöpfe. Ganz normal fürs Fahren, neutral Rückwärtsgang und Parken. Hier drüben habe ich einmal den Bergabfahrassistenten und die verschiedenen Fahrmodi, aber auch das ESP zum Ausschalten. Wenn ich jetzt einmal auf die Knöpfe hier drücke, bin ich jetzt gerade im dynamischen Modus, sprich, das Fahrzeug fährt sich etwas sportlicher, die Lenkung ist sportlicher und auch das Fahrwerk wird sportlicher abgestimmt. Wenn ich jetzt hier einmal nach oben gehe, komme ich in Komfortmodus. So ist das Auto immer eingestellt, wenn ich einsteige und losfahre. Hier regelt das selber, wie es am besten ist. Wenn ich nochmal drauf drücke, komme ich in Ökomodus. Hier, ja, hier steht zwar Kraftstoffverbrauch, aber ist jetzt beim Jaguar I-Base, was ein Elektrofahrzeug ist, nicht wirklich. Aber hier schaut er einfach auch nochmal, dass die Batterie geschont wird, dass ich nicht ganz so viel Akku verbrauche, was wirklich auch praktisch ist. Dann habe ich auch noch den Regen-, Eis- und Schneemodus, was natürlich im Winter manchmal ganz praktisch ist oder auch wenn es sehr, sehr stark regnet, weil das Fahrzeug dort eben nochmal mich ganz anders unterstützt und nochmal ein bisschen vorsichtiger ist mit dem Gas. Weil wenn ich bei einem Elektrofahrzeug ja aufs Gas gehe, habe ich sofort die komplette Leistung da, und hier regelt das eben etwas runter, damit ich mit dem Fahrzeug nicht ins Schleudern gerate. Genau, dann kommen wir einmal zum Lenkrad. Und zwar habe ich hier auf der linken Seite einmal die Sprachsteuerung und auch die Telefonannahme, einmal nochmal laut und leiser. Und hier kann ich dann die Radiosender bzw. auch meine eigene Musik nochmal weiterschalten. Die Taste hier unten ist frei belegbar, sprich, da kann ich mir selber aussuchen, was ich da drauflege, damit ich da dann schneller hinkomme. Auf der rechten Seite sehen wir dann einmal den Tempomaten, wo ich einstellen kann, aber auch meinen Abstand. Einmal, ja, hier auf der Seite haben wir den weiteren Abstand. Hier fährt das Auto etwas näher drauf. Und mit dem WIP-Schalter kann ich dann nochmal das Tempo auch nochmal verfeinern. Hier habe ich natürlich auch noch den Lane Assist, sprich, mein Fahrzeug warnt mich, falls ich außerhalb von den Linien kommen würde. Und ganz cool für den Winter, natürlich habe ich hier auch noch die Lenkradheizung, die wirklich bei mir dann jeden Tag im Gebrauch ist, weil so kalte Hände und ein Lederlenkrad ist dann doch sehr, sehr kalt im Winter.
Da ist so eine Lenkradheizung wirklich sehr gut zu gebrauchen. Ich mache jetzt einmal ganz kurz das Auto an. Und zwar sehen wir dann hier im Tacho bzw. im Bordcomputer sehen wir dann einmal die Karte. Wenn ich das so möchte, kann ich dann natürlich hier meine Navigation sehen, meinen Weg, wo ich hinfahren muss. Auf der rechten Seite sehe ich dann aktuell die Anzeige, wie viel Kilometer Reichweite ich gerade drin habe. Und auf der linken Seite ganz normal meine Geschwindigkeit. Wenn ich hier einmal an der Seite am Blinkerhebel einmal drauf drücke, sieht man dann hier vorne im Bordcomputer unten, dass sich etwas verändert. Und zwar kann ich da einmal so durch, habe einmal das Datum, aber auch die aktuell gefahrenen Kilometer sowie die zuletzt gefahrenen Geschwindigkeit im Durchschnitt, kann mir aber auch anzeigen lassen, wie viel Kilowattstunden ich auf 100 Kilometer verbrauche und noch vieles, vieles mehr. Wenn ich jetzt hier einmal an dem Rad, wo ich lauter und leiser mache, einmal drauf drücke, komme ich in der Mitte zu einer anderen Ansicht, wo ich unter anderem auch das Head-Up-Display einstellen kann. Und zwar kann ich es einmal generell aktivieren. Ich kann die Helligkeit einstellen, wie intensiv ich es haben möchte. Die Position, sprich, wenn ich jetzt etwas größer bin, möchte ich es weiter unten haben. Wenn ich etwas kleiner bin, möchte ich es weiter oben, dass ich es überhaupt sehe. Und natürlich auch die Inhalte vom Head-Up-Display. Genau, hier sieht jetzt einmal das Head-Up-Display, wie ich es sehe, wenn ich jetzt im Fahrzeug sitze. Da könnt ihr natürlich auch noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte die Verkehrszeichenerkennung nicht drin haben. Jetzt ist sie weg, weil ich sie rausgenommen habe. Ist natürlich ganz praktisch, wenn man die auch noch sieht, wie viel man fahren darf. Ich kann allerdings auch noch den Gang rausnehmen. Sprich, ich sehe dann nicht, in welchem Gang ich gerade fahre. Aber ich kann auch noch ganz viele Sachen. Sprich, wenn ich jetzt einen Telefonanruf reinkriege, werde ich es auch im Head-Up-Display sehen. Wenn mein Akkustand niedrig wird, werde ich es auch im Head-Up-Display sehen. Natürlich nur, wenn ich es mir ausgewählt habe. Wenn ich jetzt mich navigieren lasse, werde ich auch die, ja, ob ich jetzt links abbiegen muss, rechts abbiegen oder in wie vielen Metern, das wird es mir dann im Head-Up-Display in diesem Fall auch anzeigen. Ihr seht jetzt auch noch, dass auf der rechten Seite Ready steht. Das steht jetzt dafür, weil das Fahrzeug gerade an ist und ich im Parken bin. Damit zeigt es mir an, dass ich, ja, dass das Fahrzeug fahrbereit ist, weil man es ja bei einem Elektroauto nicht hört, ob er jetzt an ist oder nicht. Genau, hier sehen wir jetzt einmal den Rückspiegel. Ich habe hier einmal noch drei Knöpfe, auf die komme ich nämlich gleich, weil wenn ich nämlich einmal hier umklappe, ist nämlich mein Virtual-Spiegel aktiviert. Wenn ich jetzt einmal auf die ganz linke Taste drücke, seht mir hier einmal Helligkeit und ich kann meine Helligkeit verstellen mit den anderen zwei Knöpfen. Ich kann es ganz dunkel machen, was für die Nacht praktisch ist, und etwas heller am Tag. Wenn ich jetzt hier noch einmal drauf drücke, kann ich die Höhe verstellen vom Spiegel. Ich habe nämlich hinten am Fahrzeug oben eine Kamera integriert, wo es mir dann das Bild an meinen Rückspiegel überträgt, was super praktisch ist, wenn man mit dem Fahrzeug in Urlaub fährt und relativ viel Gepäck im Kofferraum hat oder etwas Sperrigeres transportiert. Dann habe ich immer noch die volle Sicht nach hinten, weil ich natürlich durch die Kamera, die nicht im Innenraum verbaut ist, super nach hinten wegsehen kann. Jetzt würde ich sagen, wir schauen uns den Jaguar I-Base doch mal in Action an.
seinem Infotainment-System. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet jetzt einen besseren Einblick über das Fahrzeug bekommen. Falls ihr noch Fragen habt oder ihr Interesse jetzt am Fahrzeug bekommen habt und gerne mal Probe fahren wollt, steht euch das Team der Autowelt Unterberger gerne jederzeit zur Verfügung, egal ob ihr einfach mal schnell vorbeikommt oder anruft. Wir sind für euch da. Unterberger Gruppe, eine Partnerschaft fürs Leben.